Hallo bei Autonotizen zur Videovorstellung des neuen Link & Co. 01. Ein neues Auto und auch eine neue Marke. Ein Erstling hier vor der Autonotizenkamera. Auch unter besonderen Umständen. Draußen ist feinstes Aprilwetter. Im 5-Minuten-Takt wechseln sich Sonne, Regen, Schnee und Graupelschauer ab. Deswegen starten wir dieses Video-Review des Plug-in-Hybrid-SUV einfach mal im Parkhaus. Wer ist Link & Co. eigentlich? Die Marke wurde vor einigen Jahren gegründet vom chinesischen Geely-Konzern. Geely ist zum Beispiel auch der Eigentümer von Volvo und der ehemaligen London Taxi Company, jetzt London Electric Vehicle Company, und expandiert mit diesen beiden Marken und jetzt auch mit Link & Co. international mit großen Schritten. Seit 2017 gibt es den Link & Co. 01, eben das erste Modell der Marke, bereits in China. Und jetzt betritt er auch europäischen Boden, ein gar nicht mal so kompaktes Kompakt-SUV, das auf einer konzernweit verwendeten Plattform basiert, die auch zum Beispiel den bei uns allseits bekannten Volvo XC40 trägt. Aber deswegen basiert er nicht auf dem Volvo XC40, sondern nutzt einfach die gleiche Plattform und auch einen Großteil der Technik des schwedischen Bruders. Link & Co. geht einen neuen Weg bei der Ausstattungs-Vertriebspolitik und wie das Auto dann angeboten wird. Es gibt ihn immer mit Vollausstattung, nur in Schwarz oder in Blau, so wie ihn hier. Und dann kann man wählen, ob ein Vollhybrid unter der Karosserie stecken soll oder, wie es hier der Fall ist, ein Plug-in-Hybrid, die beide aufeinander aufbauen. Dann unterscheidet sich auch die Radgröße. Hier haben wir eben den Plug-in-Hybriden in Blau stehen und der hat dann 20 Zoll große Leichtmetallfelgen. Der Vollhybrid hat 18 Zoll große Leichtmetallfelgen. Also schon bei der Kaufentscheidung soll es den Kunden einfach gemacht werden. Was nehme ich, was will ich, was brauche ich? Link & Co. sagt, du brauchst alles. Und das Auto kann man dann kaufen, wenn man denn möchte. Aber Link & Co. hat eigentlich viel mehr Lust, dass man Clubmitglied wird, so nennt die Marke das. Das Auto dann in einer Art Komplett-Leasing eben für 500 Euro im Monat mietet. Da ist dann alles drin, außer Treibstoff- oder Stromkosten, aber Versicherung, Wartung, die dann von den Volvo-Händlern übernommen werden soll, ist alles drin. Wie dann genau die Preise mit Laufzeiten und so aussehen, das ist noch nicht bekannt, muss man sich dann aber mal ansehen. Der Vollhybrid soll 35.000 Euro kosten, wenn man ihn dann doch kaufen möchte. Und der Plug-in-Hybrid, wie er hier steht, kostet dann 42.000 Euro, aber wie gesagt, immer mit Vollausstattung bis hin zum Panoramaschiebedach, großem Infotainment. Da schauen wir uns alles gleich an. 4,54 Meter ist der Link & Co. lang, also schon ein ordentliches Trumauto, also ein größerer Kompakt-SUV, der eine durchaus gefällige und auch eigenständige Formensprache hat, wie ich finde. An der Front fallen vor allem diese ziemlich weit oben angebrachten Tagfahrlichtleisten, nennen wir sie mal Positionsleuchten, auf. Dann haben wir darunter die Hauptscheinwerfer und den Grill. Die ganze Front mit der spitz nach vorne laufenden Motorhaube könnte man auch so ein bisschen in Erinnerung an den Porsche Macan vielleicht bringen. Er kopiert den aber nicht oder andere Autos mit Vier-Augen-Gesicht, nennen wir mal Hyundai oder Citroën, sondern geht hier, wie ich finde, echt einen eigenen Weg und sieht auf jeden Fall schon mal eigenständig aus und sorgt auch für einen ganz guten Auftritt im Stadtverkehr. Die blauen Speichen in den Felgen sind übrigens nicht nur ein nettes Kontrastdetail, sondern zeigen auch, wo das Ventil ist, wenn man mal den Reifenluftdruck prüfen will. Muss man also nicht lange suchen, sondern zwischen den beiden blauen Speichen ist das Ventil. Die Seitenpartie zeigt ein auch schlichtes, modernes Design. Beim blauen Auto fällt jetzt weniger diese blaue Kontrastleiste über den Fenstern auf und vor der Fahrertür sehen wir auch noch hier so ein kleines Zierelement. Wir haben eine breite C-Säule und am Heck dann eigenständig gestaltete Rückleuchten. Auch hier wird man gleich erkennen, dass es sich um einen Link & Co. 01 handelt. Eine mal ein bisschen untypische Rückleuchtengrafik, die an der Seite so runtergezogen wird und dann diese vertikalen
LED-Rahmen hier mit den horizontalen LED-Elementen, die dann in die Heckklappe reinragen, hier ein bisschen spielen. Es gibt zwei echte Endrohre, keine Fake-Endrohrblenden wie sonst bei vielen Autos. Zumindest hier beim Plug-in-Hybrid, wie es beim Vollhybriden aussieht, kann ich mangels eines ersten Kontaktes mit diesem Modell heute noch nicht beurteilen. Jetzt schauen wir ihm mal in den Kofferraum hinein. Die Heckklappe öffnet elektrisch. 466 Liter misst der Gepäckraum. Da liegen jetzt hier die Ladekabel drin und eine Matte, die schmutzunempfindlich abwaschbar ist. Kann ich aber rausnehmen. Darunter ist ein Teppich und eigentlich ganz clever gemacht. Ich kann trotzdem, dass die Gummimatte hier drauf liegt, auch weiterhin den Griff nutzen, um den doppelten Ladeboden anzuheben. Darunter ist dann auch noch ein bisschen Stauraum für Warndreieck zum Beispiel. Und ja, Kleinkram könnte man hier auch unterbringen. Der schafft es auch in ein Ablagefach mit Netz hier auf der linken Seite der Kofferraumabdeckung. Da ist dann eine 12-Volt-Steckdose drin. Verzurrösen gibt es auch, 4 Stück, um mit einem Netz oder mit Spanngurten schweres Gepäck zu verzurren. Und wir sehen hier einen kleinen Haken auf jeder Seite, um zum Beispiel Einkaufstaschen aufzuhängen. Der Subwoofer vom Soundsystem, ein Infinity Soundsystem ist hier eingebaut, darf auch nicht fehlen. Und die Rücksitzbank ist im Verhältnis 1/3, 2/3 umklappbar. Das war's aus dem Gepäckraum. Weiter geht's mit der Sitzprobe im Auto. Der Einstieg gelingt gut. Wir haben ein gerade nach hinten verlaufendes Dach und relativ steile C-Säulen. Also kann man erhobenen Hauptes einsteigen. Und nun sitze ich hier hinten mit meiner 1,92 Meter Körpergröße und ja, bin echt auf den ersten Eindruck hin überrascht. So ein SUV dieses Formats ist ja heutzutage auch das fast schon Standard-Familienauto. Und da zeichnet sich der Lincoln Co. 01 echt aus. Ich habe den Fahrersitz auf meine große Größe eingestellt, also kein Normmaß. Ich kann hier sehr bequem sitzen, da passt fast eine Faust zwischen meine Knie und den Fahrersitz. Die Füße passen gut unter die vorderen Sitze, der ist ganz nach unten geschoben, der Sitz. Und ein tolles Raumgefühl, auch von der Breite für die beiden Außenpassagiere. Man hat hier auch so ein bisschen Seitenhalt von der Ausformung der Rücksitzbank. Der Mittelplatz erscheint mir dann aber doch recht schmal. Zwei Lüftungsdüsen haben wir hier im Vor, um eben Frischluft nach hinten zu bringen. Und dann gibt es unter einer Klappe einen USB-Anschluss. An den Rückseiten der Vordersitzlehne haben wir Klappen, hochwertig gemachte Klappen, um hier Sachen reinzutun. Also nicht nur Netze oder Taschen. Das hat alles wirklich Hand und Fuß. Isofix gibt es auch hinter Klappen, nicht hinter Kappen. Also gehen die nicht verloren und man kann den Isofix-Bügel sehr gut erreichen. Ja, alles echt prima, bis auf die Bank an sich. Der Stoff, der hat zwar eine ganz schöne Geschichte. Es gibt ihn hier mit blauen Akzenten im blauen Auto eben. Der besteht zum großen Teil aus Recyclingmaterial. Aber der ist schon sehr kratzig von der Haptik und die Bank ist auch extrem hart gepolstert, so wie, sowohl bei der Sitzauflage als auch hier die Rückenabstützung. Die Kopfstützen lassen sich hoch genug ausziehen, sind aber auch hart. Aber nichtsdestotrotz, man kann es hier echt bequem aushalten und es ist ein extrem geräumiges Auto hier in der zweiten Reihe. Viel Raum gibt es auch vorne auf haltstarken Sitzen mit integrierten Kopfstützen, die aber auch gerade so hoch genug sind für große Menschen. Auch das Gesäß hat tollen Seitenhalt durch die festen Wangen hier des Sitzes. Der Fahrersitz ist elektrisch einstellbar, der Beifahrersitz manuell. Ich habe zwei Memory-Schalter, also kann zwei verschiedene Positionen für den Fahrersitz einstellen. Und das Lenkrad ist manuell in der Weite und in der Höhe einstellbar. Also das passt auch hier alles wunderbar. Genauso wie hinten gilt aber auch hier vorne. Der Sitzbezug ist schon sehr kratzig und die Polsterung der Sitze durchaus straff bis hart. Das Cockpit wirkt modern, alles ist gut verarbeitet, die Materialien wirken optisch hochwertig. Hier haben wir, ich glaube, auch Recyclingmaterial, dann auch hier oben diese Narbung, der Kunststoff auf dem Armaturenbrett wirkt recycelt, was nicht negativ gemeint ist.
Ein 12,7 Zoll großes Display ist hier für das Infotainment-System eingebaut. Man sieht also, hier wird nicht einfach die Volvo-Hardware mit dem Hochkantmonitor genommen, sondern hier ein eigenes System entwickelt. Android Automotive, also das Betriebssystem von Google, ist auch hier im Hintergrund aktiv, aber Link & Co. verwendet nicht das komplette Google Services Paket. Also hier gibt es keinen Google Assistant zum Beispiel als Sprachsteuerung und auch keinen Google Maps als Navigation. Das Display ist natürlich ein Touchscreen. Kann man jetzt zum Beispiel hier Apple CarPlay ansteuern. Das geht nämlich in den aktuellen Volvos, die Android Automotive haben, auch noch nicht. Also hier geht's. Apple CarPlay, Android Auto sehen wir hier zur Smartphone-Integration. Kann ich hier das Navigationssystem mir aufrufen. Dauert dann ein bisschen, bis es kommt. Jetzt ist es aber da. Und dann kann ich hier Adressen eingeben. Die Klimabedienung, das kennen wir von Volvo, kann ich hier durch den Fingertipp auf die Temperatur zum Beispiel einstellen und dann genauso auch hier die Sitzheizung zweistufig. Habe ich hier, nee, dreistufig. 3, 2, 1, aus für Fahrer und Beifahrer. Dann kann ich mir Profile anlegen. Es ist jetzt hier ein Testauto. Da ist jetzt hier genau der Gastnutzer, den ich dann zurücksetzen kann. Bringt jetzt also nicht so viel. Ich bin bereit. Das ist hier die Sprachsteuerung. Die wir jetzt aber auch nicht brauchen. So, jetzt gehen wir mal weiter nach unten. Dann sehen wir hier so Bedienelemente für die Klimaautomatik. Und das ist nett gemacht. Wir haben hier den Temperaturregler. Ich sehe das hier im Display, wie ich die Temperatur ändere. Wenn ich es nach rechts drehe, wärmer stelle, dann pulsiert der rot. Er bleibt dann weiß, wenn es eingestellt ist. Und wenn ich kälter drehe, dann wird es blau. Das ist eine ganz nette Spielerei, wie ich finde. Warum auch nicht? Dann haben wir hier physische Tasten für den Windschutzscheibendefroster, die Heckscheibenheizung, die Klimafunktion, also dass die Klimaanlage angeschaltet ist. Das Smartphone lädt hier induktiv in einer Ablageschale. Hier ist ein Wählhebel, der das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe dann verwalten lässt. Und der Warnblinkschalter ist zentral hier in der Mittelkonsole. Autohold, die elektrische Parkbremse und dann kann ich hier noch die Drive Modes einstellen. Außerdem gibt es hier einen Drehregler für das Audiosystem. Da kann ich dann die Lautstärke des Audiosystems eben verändern und dann auch pausieren oder das Audiosystem eben ausschalten, wenn jetzt zum Beispiel Radio läuft. Ein weiteres Display ist hinter dem Dreispeichenlenkrad. Da sehen wir jetzt hier die Fahrassistenten groß aufgerufen. Und auf der linken Seite die Informationen der Verkehrszeichenerkennung, zum Beispiel rechts dann der Bordcomputer. Da kann ich dann hier auf der rechten Seite den Bordcomputer resetten und mir verschiedene Optionen hier hervorrufen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt mal das Thema Vivid statt Clear. Dann habe ich jetzt hier ja, so eine bläuliche, lilane Ansicht. Dann Classic. Kommen hier zwei Rundinstrumente. Wir sehen dann hier auf der linken Seite einen animierten Tacho und eben auf der rechten Seite, wenn ich jetzt mal rausgehe, dann auch wieder den Bordcomputer eben. Ja, das ist ja so das Display vor dem Fahrer, wie ich finde, echt schick gelöst, sieht gut aus und lässt sich auch ganz fein bedienen. Die Fahrt beginnt elektrisch mit einem 60 kW oder 82 PS starken Elektromotor, Teil des Plug-in-Hybridsystems. Die Batterie hat eine Speicherkapazität von 17,6 Kilowattstunden, 14,1 Kilowattstunden davon sind nutzbar und die WLTP-Normreichweite wird mit 69 Kilometern angegeben. Im reinen Stadtverkehr, in dem ich auch jetzt unterwegs bin, sind es bis zu 81 Kilometer. 20 Zoll Leichtmetallfelgen sind, wie gesagt, hier Teil des Fahrwerks-Setups im Plug-in-Hybriden, aber dennoch liegt der Link & Co. 01 zwar straff, aber echt komfortabel auf der Straße, vermittelt dann eine angenehme Rückmeldung. Und ja gut, wer den Volvo XC40 kennt und dessen Fahrverhalten kennt, der wird natürlich hier beim
01 auch nicht überrascht sein. Die Verarbeitung ist auch während der Fahrt gut, nichts knirscht oder klappert oder knarzt. Der E-Motor hat natürlich einen spontanen Antrieb. Jetzt kommt der Verbrenner mit rein und dann reden wir doch mal über das Plug-in-Hybrid-System. Zusätzlich zum Elektromotor, der die Vorderräder antreibt, gibt es einen 1,5 Liter großen Dreizylinder-Benziner mit 132 kW, 180 PS. Der treibt auch die Vorderräder an. Die kombinierte Leistung, auch Link & Co. gibt wie Volvo keine Systemleistung, sondern eine kombinierte Leistung an, liegt dann bei 261 PS. Das Antriebssetup kennt man aus dem Volvo XC40 Recharge des Plug-in-Hybriden. Was exklusiv für den Link & Co. 01 ist, ist der Vollhybrid. Den gibt es im Volvo XC40 nicht. Auf der Autobahn soll es bis 210 km/h schnell vorangehen und 0 bis 100 wird in 8,0 Sekunden erledigt. Über den Drive-Mount-Schalter in der Mittelkonsole kann ich drei verschiedene Fahrmodi auswählen, Hybrid, Power, dann kommt immer der Verbrenner mit rein und das Auto hat dann eben die maximale Kraft der beiden Motoren. Und dann gibt es noch den Pure-Modus, also niedriger Energieverbrauch, der Eco-Modus. Auch da kommen dann beide Motoren mit rein, aber es wird dann schon größtenteils elektrisch gefahren. Aber ich schalte jetzt hier im dichten Stadtverkehr dann doch wieder auf den Hybrid-Modus und überlasse natürlich der Software hier das Zusammenspiel der beiden Motoren. Die Reichweite, der Akku war jetzt nicht ganz voll, als ich das Auto übernommen hatte, war dann mit knapp über 40 Kilometer bei nicht ganz vollem Akku angegeben. Ich vermute mal, so im Alltag dürfte man auch so zwischen 45 und 50 Kilometern doch hinkommen, je nach Fahrprofil und Streckenprofil natürlich, auf dem das Auto bewegt wird. Es fährt ein virtueller Beifahrer mit und das ist nicht der Google Assistant, das sagte ich ja vorhin, sondern eine Link & Co. eigene Sprachsteuerung und die hört auf das Kommando Hey Frank. Hey. Fahre mich zur Adresse Neumühlen 17, Hamburg. Das habe ich nicht gefunden. Wohin möchtest du denn fahren? Neumühlen 17, Hamburg. Das habe ich nicht gefunden. Wohin möchtest du denn fahren? Nun gut, dann kann er die Adresse, aber ein paar andere Adressen kann er auch nicht, die ich ausprobiert habe. Da bedarf es vielleicht noch ein wenig Feintuning. Und lustig ist auch, dass Frank ja eher eine weibliche oder zumindest eine gepitchte Stimme hat. Aber ja, an der Sprachsteuerung könnte man durchaus noch ein bisschen arbeiten. Das war der erste Eindruck zum Link & Co. 01. Ein guter Eindruck. Das Auto ist hochwertig verarbeitet, schön motorisiert. Kennen wir ja vom Volvo XC40 und sieht, wie ich finde, auch äußerlich sehr schick aus und ist auch relativ preiswert. 42.000 Euro, wie gesagt, ist der Listenpreis hier für den Plug-in-Hybriden. Damit kostet er trotz der kompletten Ausstattung, das große Infotainment-Display, Navi, digitale Instrumente, elektrischer Fahrersitz mit Memory, 20 Zoll Leichtmetallfelgen, Panoramaschiebedach und, kostet er 7.550 Euro weniger als der Volvo XC40 Recharge, der dann natürlich in der Basis schlechter ausgestattet ist. Also kaufen wird man ihn können, aber auch, wie ich schon sagte, mieten. 500 Euro im Monat ist die Abo-Rate und die soll man weiter drücken können, indem man das Auto dem Carsharing zuführt. Man kann dann diverse Nutzergruppen oder Nutzer freigeben, sei es die Familie, aber auch fremde Menschen, die dann eben den Link & Co. 01 nutzen können und die bezahlen dann wiederum Geld, was dann über dieses Club-System dann dem Besitzer, ein eigener ist es ja nicht, dann zugeführt wird. Wie sich das alles so wirklich dann bewährt, wird man sehen müssen. Es gibt jetzt in Göteborg und Amsterdam die ersten Clubs, wo man dann auch, wenn Corona vorbei ist, mal wieder hingehen kann und ja als Coworking Space diese Clubs nutzen kann oder als Café. Und dann vermute ich mal sind Hamburg, wo ich heute bin, und Berlin die ersten Städte, die in Deutschland dann mit diesen Link & Co. Clubs beglückt werden. Aber man kann ihn überall bestellen, von überall her. Er wird dann nach Hause geliefert und den Service übernehmen eben Volvo-Partner. Das soll dann also alles ganz sicher sein.
Ja, danke fürs Zuschauen bei diesem ersten kurzen Vereindruck zum Link & Co. 01 und liest doch auch den Artikel auf autonotizen.de, verlinke ich wie immer unten. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao.